Nein. Willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Fettspielen YouTube-Channel. Mein Name ist Tim und ich spiele für euch Shotgun vs. Zombies. Rechts in dem Spiel könnt ihr direkt auch auf Spielen drücken und in das Spiel einsteigen. Kostenlos, alles wie immer. Und ich denke, wir starten mal direkt los hier mit Shotgun vs. Zombies. Drücken hier auf Play. Und dann geht's auch schon direkt los. Ich bin hier dieser Typ hier. Kann mit K schlagen, mit L schießen. Das ist erstmal das Wichtigste, was man wissen muss. Hier oben steht's auch nochmal. Movement und Jump. Freshe Musik im Hintergrund und wir gehen direkt drauf. Sehr gut. Zack, 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 zack. Hier, besorgen den Typen. Genau. Da seht ihr mal. Spacebar ist auch noch Jump, aber W ist auch springen. Und ihr hört hinten dran die Kasse klingeln. Das ist ein sehr gutes Zeichen für mich. Das bedeutet nämlich, dass ich Kohle bekomme, die ich dann später in Upgrades stecken kann. So, diese Let's Play-Reihe soll nicht jetzt hier, dass ich stundenlang diese Spiele spiele, sondern dass ich euch einfach auch die Spiele vorstelle, die ihr bei uns auf der Seite spielen könnt. Das finden wir aber ein bisschen vernachlässigt und deswegen werden wir das jetzt für euch tun, damit ihr auch mal seht, was wir neben unseren Let's Plays so am Start für euch haben. Es gibt nämlich auch eine Welt neben Minecraft und Rising Cities und SimCity. Und zwar die Welt von fettspielen.de. Und da gibt es solche Hits wie hier Shotgun vs. Zombies. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. So, hier, richtig. Geht's richtig zur Sache hier, wie ihr seht. Yeah! Habt ihr den Bonus gesehen? Ist das gut, ey? Jetzt bin ich hier unbeatable. Bam! Shotgun in your face! So, hier Geld einsammeln natürlich. Da ist auch noch Geld. Komm, das will ich noch haben. So, jetzt seht ihr direkt hier, kann ich mich aufleveln. Kann ich bei Heals was reinpacken. So habe ich mehr Leben beim nächsten Mal. Und dann geht es auch direkt weiter in die nächste Schlacht. Hier wird nicht lange gezögert. 3, 2, 1 und Action hier. Ich gehe ein bisschen arg mit Melee rein. Another Gebirge might be useful. Nein, das ist für mich genau richtig. P ist Pause, gut. Mit M kann ich die Musik noch lauter leiser machen, wie ihr hier hört. Aber ich finde sie so gut. Und mit Q kann ich die Grafik noch ändern, falls das Spiel bei euch ruckeln sollte. Aber das wird wohl nicht der Fall sein, weil Flash Games laufen eigentlich auf jeder Kiste. Was auch das Schöne daran ist. Ihr braucht keinen hochgezüchteten Monster-PC, um dieses Spiel zu spielen. Und vor allem, ihr müsst kein Geld ausgeben. Komm, lad nach, mein Guter. Oh. Wer da nochmal sagt, Flash Games sind nur was für Omis, der hat wirklich noch nicht dieses Game gezockt. So, sammeln wir uns mal das Schild hier ein. Jetzt können wir mal hier richtig in den Nahkampf gehen. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Ja, das will ich haben. Biohazard! Bam, 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 bam! Jawoll, ey. Ich brauche auf jeden Fall schnellere Nachladzeit, glaube ich. Das wäre wirklich... Kettensäge! Ah, ne, Kreissäge, ja. Gefrieren. Sehr schön. Da haben wir doch mal richtig gut abgesahnt hier. Dann schauen wir mal hier. Granite Launcher. Was kostet mich der? Den holen wir uns doch auch mal. Und die Feuerrate erhöhen wir. Dann machen wir noch eine Runde, würde ich sagen. So, habe ich den jetzt direkt den... Ich glaube, den kriege ich jetzt dann während dem... Game Objective 1 Maximized Shotgun. Okay, ja klar. Lustig, was da hinten dran steht. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Ich hätte jetzt gerne mal den Granatenwerfer. Yeah, was war das?
wie kann ich meine Waffen wechseln? Das geht gar nicht momentan. Ich glaube, die kriege ich dann einfach nur. Das brauche ich. Jawohl. Ja, da bin ich auch mal tot gegangen. Rest in Peace. Und ich würde sagen, wenn ihr das Spiel zocken wollt, drückt einfach hier rechts.